Ben? Ben, wo bist du? Ben, vergiss deine Sonnenmilch nicht, Benji. Überraschungsballon, privat. Benji? Du kannst doch nicht einfach so wegrennen. Wusstest du, dass wir ein Rekordjahr für Tornados haben? Ich könnte nie wieder ruhig schlafen, wenn dir jemals etwas... Ja, ja, ist ja gut. Der Notfall ist nicht eingetreten. Ihr beide könnt hier draußen Tornados nachjagen oder was immer ihr wollt. Ich gehe auf Entdeckungsreise in der geheimen Welt der Überraschungsballons. Das ist ein Schweinefest. Es ist praktisch unmöglich, dass uns was Schlimmes passiert. Abgesehen von Bauchschmerzen. Ben! Was hast du mit Benji gemacht, du Monster? Penny, alles cool. Ben verwandelt sich ständig in Aliens. Er kennt sich damit aus. Ihr geht erstaunlich entspannt mit so einer Sache um. Ich hab das total unter Kontrolle. Ben, pass auf! Okay, was ist das hier eigentlich für ein Saustall? Unser Zahltag nähert sich unaufhaltsam. Der Heliotron-Kondensator ist wirklich die Krönung meiner äußerst eindrucksvollen Erfindungen. Und wenn meine Wunderwaffe erstmal zum Einsatz kommt, fliegt hier alles wortwörtlich in die Luft. Diese Mistkäfer! Wir müssen sie aufhalten. Ja, wer sich mit meinen Schweinen anlegt, den bringe ich zum Quieken. Benji, warte! Wahrlich, wahrlich, unser mit Abstand elegantester Plan. Eher euer elegantester Fehlschlag. Ah, es ist der Bengel mit der Uhr. Lauf lieber weg, solange du es noch kannst. Was ist das? Habt ihr eine Ahnung, wie ekelhaft es ist, wenn sich Insekten so nah bei Nahrungsmitteln herumtreiben? Gut, dass ich Desinfektionsmittel dabei habe, sonst wäre das ein Verstoß gegen die Hygienevorschriften. Schon okay, Penny. Ben hat Erfahrung darin, die Welt zu retten. Aber wer rettet Ben? Er ist doch ein Kind. Mist. Das Gel hier ist fast alle. Ah, meine Güte. Bist du bald mal fertig? Wir haben nicht den ganzen Tag lang Zeit. Also, was habt ihr vor, ihr Krabbelfiecher? Oh. Wollt ihr etwa die Schweinefleischreserven der Nation stehlen? Genau. Oder schickt ihr Schweine ins Weltall und erschafft eine Art interstellare Grundarmee? Ah. Sucht ihr eine neue Spezies für eure kranken Körpertauschexperimente? Für ein Wesen mit solch einem unterentwickelten Gehirn machst du dir zu viele Gedanken. Das wird nur ein Bankraub, Kleiner. Oh, nimm den da. Genau. Ja. Das Heliotron-Kondensator-Gel funktioniert. Niemand kann uns aufhalten.